Wie wir in Zukunft leben werden, entscheidet sich heute. Denn jede Entscheidung für eine Wärmepumpe oder ein Hybridsystem ist auch eine für den Klimaschutz. Für die Zukunft des blauen Planeten. Buderus. Heizsysteme mit Zukunft. Jetzt handeln. Claudia, hier im Bubblegum Lennep habt ihr jetzt eine für Halloween geschmückt und wie kamt ihr auf die Idee? Also ich sag mal, unser Laden und meine Familie und ich, wir sind ziemlich Halloween-lastig, Amerika. Ich sag mal, der ganze Kitsch da drüben, wir finden es auch schön, wenn da gefeiert wird. Und da unser Laden sowieso ein bisschen ausgefallen ist, haben wir gedacht, das passt hier nach Lennep. Ein bisschen Farbe tut gut. Die verzierten Cupcakes sind sicherlich nur für Halloween so, ich sag mal, gruselig verziert. Was bietet ihr denn sonst an, wenn nicht gerade Halloween ist? Ja, also auf Bestellung haben wir Hochzeits-Cupcakes, Babyparty zum Beispiel oder jetzt zu Weihnachten kommen ganz tolle Motive. Die machen wir alle selber, weil ich bin Konditormeisterin und das macht mir sehr viel Spaß. Und wie man sieht, das ist mein Leben. Ihr seid hier in der Lenneper Altstadt, in der Kronenstraße 1 ist das. Und wie lange gibt es euch denn schon? Also so insgesamt 12 Jahre. Wir sind nur vor 3 Jahren hier hingezogen, weil unser Herz absolut für Lennep schlägt. Und haben es einfach gewagt, einen kleinen Neustart. Und wir haben es nicht bereut. Am Sonntag macht ihr ja noch mal das Gruselcafé hier für Halloween. Was habt ihr euch denn da noch einfallen lassen? Also wir hatten einen Actor, der ist aber leider erkrankt. Dadurch musste ich meinen Pappaufsteller aufstellen. Aber es gibt, wie du das auch schon kennengelernt hast, ein paar gruselige Leckereien, süß und herzhaft. Es kommt natürlich die obligatorische Kürbissuppe dazu. Und und dann lassen wir es einfach mal gruseln. Wie habt ihr denn geöffnet? Morgen von 14 Uhr bis 19 Uhr. Und so ganz allgemein? Donnerstags, freitags und samstags auch von 14 Uhr bis 19 Uhr, außer samstags bis 18 Uhr. Ja, dann vielen Dank. Wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Sehr und gerne. Viel Spaß.